Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doom and Destiny und wir werden uns mal ganz kurz mit ein bisschen feinem Steak heilen. Einfach aus Gründen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Essen. So, Nigel. Nö, Nigel darf sich nicht heilen. Hat Pech gehabt. Aber warum habe ich... Ich glaube, das war so, ne? Nigel, ja. Keine Ahnung, ich habe die irgendwann mal versehentlich wahrscheinlich umgedreht. Das war jetzt keine Absicht. Ist egal. So. Wir laufen da nach unten und oh, guck mal. Geheimnisvolle Suppe. So. Und ein geheimnisvolles Gatter. Ich gehe mal den Weg lang. So, wir können mit Schleichangriff die eine Ratte töten. Oder dem Furzer A. Nee, machen wir die Ratte, weil dann greift die zumindest nicht an. Zack. Oh. So, sehr schön. Spalten. Zweimal 17 Schaden ist halt echt wenig. Der war schon mal besser, der Typ. Ah, was war? Mach mal Machtangriff, komm. So. Eissturm ist... Nee, das braucht zu viel MP. Ich bleib da beim normalen Angriff. Abracadabra! So. Gut, machen wir den tot. Nigel ist schon wieder fast tot. Ach, das muss doch nicht sein. In Wirklichkeit müsste ich bei Nigel und Mike doch ein bisschen mehr MP-Zeug verwenden. Einfach aus dem Grund, damit nach dem Kampf werden MP auch geheilt, wie man sieht. Und jetzt sind die immer ganz voll, ja. Ist ja auch nichts. So, eine Uranprise haben wir bekommen, was das auch immer so sein soll. So, gut. Oh, ein Rümpsi-Dümpsi. Ein böses Hühnchen. Ich fasse es besser nicht, aber es könnte infiziert sein. Was? Ernsthaft? So. Ach du meine Güte, so schlechte Manieren. So, okay, da kommen wir rein. Da müssen wir rein. Da müssen wir gucken, wo hier ein Schalter oder irgend sowas ist. Weil da ist viel Gold. So. Ja, könnte dann wahrscheinlich hier sein, ne? Sehr schön. Ich meine, die Arena besuche ich nicht, weil ich mag Arena nicht, ihr wisst es, ja? Ach, schon wieder. So. Gut, weißt du, achso, nee, das ist, ach, das ist blöd. Da machen wir Eissturm einmal auf die alle. So. Sehr schön. Sind alle vereist. So, und hier machen wir dann, wir könnten Giftpfeil, weil wir haben eh sehr viel Zeug. Ja, ist blöd, weil da wird leider keiner tot. Schade. So. Gut, Johnny, ja, könnte man eigentlich auch einen Machtangriff machen. Super, da stirbt auch keiner. Ah ja, schön, okay, das haben wir zurückgeschleudert, das ist schön. So, Mike, was hat der? Mike hat die dritte Herausforderung. Ah, sehr schön, sie haben sich selbst getötet. Wunderbar, so gefällt mir das ganz gut. So. Du hast ein Geheimnis gefunden. Wie clever von dir. Was sagst du? Oh ja, Jungs. Trete vor, betrete die Arena. Ein kosmisches Portal führt dich zu einem Ort, wo nur die stärksten Machos triumphieren können. Ein Kampf zwischen Kriegern aus allen Teilen des Multiversums. Oh ja. Mach mal aber nicht, aber ich wollte natürlich das ganze Zeug looten. Das passt ja auch ganz gut. So. Gut, dann gehen wir mal da rein. Eine Kiste. Picknickkorb. Maximale Kapazität von Rationen um 40 erhöht. Das ist ja toll. So, aber jetzt gehen wir da nochmal durch. Schön, dass es uns hier durchteleportiert. Und weiter da. Oh. Ach, hey. Was? Ernsthaft? Ein. Ach, hey. Hey, Baby. Ihr seht nicht aus wie Magier. Eher wie Diebe. Ey, wir haben einen Teilzeitdieb. Aber er verbringt den Rest der Zeit hinter einem Ofen. Wir haben einen Termin mit Violet. Wir versuchen hineinzukommen. Und warum nehmt ihr dann nicht den Haupteingang? Das wäre doch zu einfach. Und wo wir schon dabei sind, was machst du hier? Ich suche nach dem Eingang in den Magierturm, genau wie ihr. Wir können dir dabei helfen. Echt jetzt?
Ach Jungs, wollen wir wirklich einem Einbrecher helfen? Sie könnte nützlich sein, solange wir keinen richtigen Dieb im Team haben. Falls wir dich irgendwann mal ersetzen wollen, dann vielleicht am besten durch so eine süße Lady. Zur Verteidigung von Francis. Wir wissen ja noch gar nichts von ihr. Vielleicht sollten wir ihr ein paar Fragen stellen. Hast du ein Bookface-Profil? Was? Dumme Fantasy-Welt, jetzt habe ich auch keine Optionen mehr. Hey, was willst du in dem Magieturm? Warum willst du dahin? Ich habe keine schlechten Absichten. Lass mich kurz etwas klarstellen. Mein derzeitiger Arbeitgeber hat einen Verdacht und er bat mich, hier die Lage zu untersuchen. Nur zu. Ich höre aus der Gerüchteküche, dass ein Kerl Artefakte und magische Runen verwendet, um seltsame Experimente zu machen. Meine Kunden möchten wissen, ob die Gerüchte wahr sind und ob es noch mehr Hinweise außerhalb des Magierturms über Magie und Artefakte zu untersuchen gibt. Interessant. Hey, was denkt ihr, Jungs? Ich würde sagen, sie ist okay. Außerdem, ihr Vorhaben ist ganz interessant und ich würde sagen, wir sollten ihr helfen. Ich stimme zu. Wir helfen dir, hineinzukommen. Toll, wenn ihr bereit seid, kommt zurück zu mir. Was? Das ist der Stand. Es gibt einen zweiten Eingang direkt durch einen magischen Labyrinth in der magischen Kanalisation. Du hast zweimal magisch gesagt. Allerdings haben die Magier den Eingang mit einigen Felsen blockiert, einfach aber effektiv. Wir brauchen die Hilfe eines speziellen Charakters, um da durchzukommen. Ein echter Dieb? Blödsinn, ein Ritter! Ein Ritter hätte die richtigen Fähigkeiten, um diese Felsen zu verschieben und uns durch die magische Kanalisation zu bringen. Ein Ritter? Kein Problem. So, jetzt ist wirklich die Frage, ich schieb da einfach den Felsen mal ein bisschen lang. So, jetzt sind wir da. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich mach mal so, was steht auf der Tafel? Dieser Ort ist von The Rock, dem Zauberer vom Felsbrocken, gesegnet. Teleportiere mich aus diesem Zimmer. Nein, wir sprechen The Rock nicht an. Okay, es ist dasselbe. So, das geht nicht auf. Ich möchte aber diese Kiste in klassischer Zelda-Manier natürlich. So. Schickert euch die Schurken. Ah, Francis liegt... Oh, 18 Geschick steigt auf 30. Das ist ja gut. Wow. So. Dann einmal noch diesen da machen. Und diesen da machen. Und ich möchte die Kisten, ganz wichtig. Schicke Schuhe des Schurken, okay. So, und jetzt können wir da aber... Nee, das geht jetzt. Kann ich den Stein... Nee, kann ich nicht, okay. Aber ich könnte natürlich nochmal... Moment, jetzt einmal da nach unten. Einmal da nach oben. So, was geht jetzt auf? Oh. Huch, was war das? Oh, was? Hilfe. Wow, das sind sehr viele. Das ist das, wundert mich jetzt. So, Ritterherausforderung. Stationär, ich mache zuerst die verzauberte Mäuse tot. Das könnte jetzt tödlich enden. Warum? Was? Was schützt die Magier? Okay. Ah, okay. Ach, ich kann die... Okay, ich kann die Mäuse gar nicht töten. Solange die Golems leben, offensichtlich. Gut, dann machen wir vorher die Golems tot. Ist auch gut. So, machen wir vorher die Golems tot. So, eine ist tot. Gott sei Dank. Mike ist fast tot, sehe ich gerade. Ah! Er ist doch nicht tot. Okay. Haben wir... Gut, wir könnten ein feines Steak, aber... Ich möchte alchemistisches Feuer auf alle machen. Eigentlich wäre das Eis besser gewesen. Weiß nicht, warum, dass ich das jetzt wieder nicht gemacht habe. Warum ist der Golem noch nicht tot? Autsch, sage ich da nur. Autsch? Nein, Autsch? 9 hat er noch, ich glaub's nicht. Mana-Trank? Okay, ja gut, komm. Der ist mal tot, das passt. So, feines Steak. Ich muss auf jeden Fall hier Mike retzen. Ham, ham. Super. Nein, nicht auf Nigel. So, nochmal feines Steak, damit wir Nigel ein bisschen heilen. Okay. Denn eigentlich wäre Eissturm besser gewesen, aber ich Trottel habe natürlich das nicht... Achso, ich hatte vorher auch keine MP. Okay, könnte mir Mana-Trank geben. Vertraut mir, ich bin Magier. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So. Nein, aus, hör... Die sind richtig, die sind echt viel zu stark. So, Giftpfeil. Diese komischen stationären Golems. Die ich aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht angreifen kann. So, nochmal ein feines Steak. Weil ich möchte, dass Nigel auf jeden Fall einmal den Zauber raushaut. So.
Nein, das braucht 65 MP. Ach, hey. Na gut, dann. Witzig, der hat nochmal MP verloren. Ja, irgendwie diese blöden Attacken, die MP ziehen, das passt gar nicht. So. Komm, der stationäre Golem ist aber jetzt quasi dann tot, bald hoffentlich. Autsch. Hört auf damit. Toll, ich habe nicht mal mehr was zum Essen. Verdammt, jetzt ziehe ich es erst. Okay. So. Mach mal einmal. Nee, ich kann eine normale Attacke auch machen. Dann müsste er auch tot sein. Okay. Wenn ich auf ihn... Achso, das war nur... Ach, das... Oh, jetzt habe ich schon wieder MP verloren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also zum Glück habe ich die alle geflammt. Ja, das bedeutet, die sollten jetzt eigentlich alle tot sein. Oh, Nigla hat sich gerade selbst getötet. Das ist ja sehr toll. So. Erhebe dich und lächle. Ah, weil die einen magischen Spiegel haben. Na gut, dann greife ich mit normalen Angriffen an. Ist auch gut. So. Die waren jetzt echt ein bisschen fies. Waren das jetzt normale Gegner oder war das jetzt, weil ich die Tür geöffnet habe? Gute Arbeit, Jungs. Ich überlasse die magische Falle an euch und gehe schon mal in die Bibliothek. Nee, so schnell. Wir wollten Francis doch gegen dich tauschen. Haha, bis zum nächsten Mal, Jungs. Oh, ich vergaß, mein Name ist Esmeralda. Esmeralda. Oh, süß Herz. So, okay. Gut, ich möchte aber trotzdem irgendwie da nochmal, Moment. Ach so, ach, die hat jetzt eh hier, okay, gut. So, kann ich da jetzt da hinten irgendwie so ein bisschen, ich könnte da, was haben wir denn da schon jetzt? Ich bin Held und kein lahmer Koch, ich bräuchte sehr viel Rationen, um etwas Essbares vorzubereiten. Nee, brauchen wir, Alter, wir haben keine Rationen mehr, wir haben gar nichts mehr. Und dann einmal da hochgeschoben. So. Und rein da. So. Schon wieder so ein Koch. Ja, okay, nee, brauchen wir nicht. Irgendwie haben wir echt wenig Materialien. Oh, oh. Denkt ihr, da sind ein paar Magi-Hobos in der Magier-Kanalisation? Wovon verdammt nochmal laberst du? Eindeutig nicht. Ach ja, wie kann ich dir da so sicher sein? Dieses Zimmer sieht original aus wie eine Magi-Hobo-Höhle. Was ist ein Magi-Hobo? Hörst du sie nicht heimlich in den Schatten auf der Suche nach einer Dose magischen Bohnen? Erstens gäbe es Magi-Hobos, wäre Esmeralda hier nicht so unbeschwert durchgegangen. Ja, richtig, aber sie ist tough. Sie kümmert sich nicht um Magi-Hobos und zufällige Begegnungen. In jedem Fall gäbe es Magi-Hobos, würde sie von den weißen Magi-Krokodilen der Kanalisation verspeist werden. Heiliger Bing-Ban, das ist ja schrecklich. Mein Gott, du bist leichtgläubig, oder was? Es gibt keine solchen Sachen wie weiße Magi-Krokodile. Nein. Eigentlich sind sie beige. Oh, damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Das ist vielleicht jetzt nicht ideal. Boah, ist schon wieder so blöde Ratten. Auf jeden Fall zuerst diese blöden Ratten töten. Ja. So. Was haben wir denn warten? Okay, der hat eh nix quasi. Der kann eh nur angreifen. Mana-Regeneration. Was? So, ich gebe mal Mike die Mana-Regeneration. Das ist echt doof, weil ich kann nämlich... Ich wollte gerade sagen, ich kann mich ja jetzt nicht mal mehr heilen. Ich kann mich nur wiederbeleben. Ich kann mich 8-mal wiederbeleben, okay. Ist ja auch schon mal was, ne? So, das sollte nur das Blöde sein, wenn Francis stirbt, dann können wir uns nicht mehr wiederbeleben. Ich muss echt gucken, dass ich bald mal irgendwo einen Heilzauber bekomme oder irgend sowas. So ist das echt ein bisschen doof. So, alchemistisches Feuer verursacht. Komm, wir machen alchemistisches Feuer, dass der ein bisschen brennt. Brenne! Nicht auf Francis. So, einmal Giftpfeil, damit du ein bisschen vergiftet auch noch wirst. Super, jetzt hat er alles. Sehr schön. So. Machtangriff schadet nicht, oder sollte man... Ne, wir hauen einmal Machtangriff raus. Gut, er regeneriert dann immer wieder Mana bei Machtangriffen aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ist egal. Ritt der Herausforderung. So, aber... So, okay. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Dingensangriff mache... So, Attacke! Hotbocke! Wow, 8, ich bin begeistert, richtig gut. So, 14 Angriff und hier Giftpfeil nochmal. Sieht der Spaß ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Nicht auf ihn, nicht auf ihn. Toll, du hast Nigel getötet, das finde ich echt nicht okay von dir. Aber ich habe gar nichts mehr. Ich muss echt jetzt, glaube ich, irgendwo mal wirklich ein bisschen Zeug looten gehen oder irgend sowas. So, Ritter-Herausforderung, Schaden 27, ja, machen wir das, weil es mehr Schaden bringt, ja. Mana-Regeneration ist mir relativ egal, das kann er ruhig machen.
Oh, Johnny ist fast tot. Das ist nicht gut. Aber der Drache ist auch fast tot. Der beige Drache. Ja, der ist nicht weiß, der ist beige. Na komm, machen wir noch eine Ritterherausforderung. Ist jetzt tot. Ja, Gott. So. Boah, die sind echt... Ja, ich muss, glaube ich, wirklich jetzt irgendwo... Ah, Nigel ist im... Ach, die steigen alle im Level. Okay, gut, das ist ja gut, dann wenn die alle im Level steigen. So, Nigel ist jetzt hier blau, haben wir gesagt. So, wir haben alle mal... Er ist gelb. Er ist aber jetzt bei gelb schon überall auf 2. Jetzt werden wir nämlich die restlichen Sachen dann auf 1 leveln oder so. Irgendwie machen wir das. So, er ist der rote. Er ist hier... Mach mal auf 2. So, passt. Francis, laber das nächste Mal besser von nackten Frauen. Ich würde lieber Möpse als Monster sehen. Oh, das verstehe ich natürlich. Erdnuggets, schön. So. Leuchtende Pilze-Sandwich, das passt auch gut. So, haben wir da sonst noch was? Zeug, super. Weitere Teleporter. Geheimnisvolle Suppe. Ah, schön, hier, Zeug. Eine Köcher voller Pfeile, okay. Wie komme ich da auf diese kleine Insel rüber? Ich möchte darüber. Kann ich darüber? Ich will darüber springen, da ist Gold drüben. Ganz wichtig, ganz viel Gold. Nein! Ach hey, Zauberer. Nein, nicht auf Francis, nicht auf Francis. Hört ihr auf, Francis zu hauen? Muss ich Francis ein feines Steak geben. So. Brennender Furz ist fies. So, weißt du was? Ich töte euch alle. So. Ganz gut. Und Eissturm auf euch alle. Der Winter naht. So, gut, okay, das Eissturm, ja, zumindest einer ist tot, das passt. Boah, diese Furzangriffe, die sind echt fies. So, machen wir Spalten, oder? Mach einen Machtergriff, das ist nicht zumindest einer tot. So. Schön, wie wir auch immer Gold... Boah, verdammt, also dieser Furz, das darf ja wohl nicht wahr sein. Boah, ich lade mich nicht mal halb auf. Das ist echt... Ich bin echt jetzt ein bisschen am... Ich hätte mir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Essen kaufen sollen, ne? Lecker Traube! Oder endlich mal einen, der einen Heiltrank kann. Francis lade ich auf, weil der kann uns zur Not wiederbeleben, wenn es ist. Was haben wir da? Nix? Na toll. Ich wollte das nicht. Moment. Ah, haha, du hast ein Geheimnis gefunden. Wie clever von dir. Ja, ich weiß, dass ich clever bin. Danke. Eine Ressourcenbox. Aber ich möchte das Gold da unten haben. Komme ich wahrscheinlich nicht ran. Okay. Da komme ich auch nicht ran. Ich komme da nirgends ran. Ich kann da das... Oh Gott, ich muss Zauberer werden. Will aber kein Zauberer werden. Oder doch? Ich weiß nicht. Ach, ey. Okay. Ritter raus von was haben die? Ein Albino-Echse. Ja, komm, fahren wir mit der A an. Schlitz. Reicht ein normaler Angriff auch. Passt. Super, eine ist tot. Ich muss echt gucken, dass ich, glaube ich, mehr Fokus-Damage mache. Oh, Mike ist tot. Das ist ja schade. Also immer schön auf einen. Damit wir eher gucken, dass die Anzahl der Monster weniger wird und weniger... Also den Schaden nicht so streuen. So. Jetzt greift nur noch einer an. Ist ja ganz praktisch. Der Zauberer ist richtig schlecht hier. Also der Nigel, ja. So, töten! Sehr schön. Gut. Ah, zum Glück bekommen wir da auch immer ein bisschen was zu essen nachher. Was haben wir da? Ein Krug mit Abwasser-Lotussaft. Ich habe keine Ahnung, wie ich da unten an diese Statuen... Die kann ich wahrscheinlich irgendwie... Ein glasfarbige Bleistifte. Was ist das? Oh, ach, eine magische Tür. Gucken wir mal rein. Ah, ein weiteres Geheimnis. Sehr schön. Leuchtendes Pilz-Sandwich. Thermosflasche. Ach, oh, maximale Kapazität an Rationen wurde erhöht. So, und ich kann hier... Ich glaube, ich kann hier leveln, ne? Machen wir das mal schnell. Oder war es der Ritter? Ja. Eisenschild. Wunderbar. Kann ich nochmal? Oh, entwaffnen. So. Andere schützen. Okay. Aber ich glaube, sonst konnte keiner mehr. Oder 4 Eid? Nee, der geht nicht. So, Johnny, Baba vielleicht ein bisschen. Ah, der geht auch.
So, blutiger Schlag, okay. Und gleich mal gucken, was wir da jetzt Tolles dazu bekommen haben. Ja, kann ich, okay. So, was haben wir denn da jetzt wirklich Tolles dazu bekommen? Kräfte! Genau, der hat nicht gelevelt. Ritter hat gelevelt. Eisenschild und Entwaffnen. Was ist ein Entwaffnen? Ein Schlag gegen die Waffe des Feindes, um seine Macht zu reduzieren. Machtreduktion beim Gegner ist eine gute Frage. Verteidigungstechnik steigert deine Resistenz gegen Schläge. Gut, das wäre sicherlich praktisch. Lass mal. So. Gut. Barbar, Machtangriff, scharf und blutiger Schlag. Verheerender Hagel von Schlägen, der Fleisch zerfetzt und alles versaut. Okay, gut, das machen wir statt Spalten, weil das habe ich nämlich ehrlich gesagt eh noch nie verwendet. Haben wir blutiger Schlag. Und Wut, okay, das hatten wir eh auch schon. So ein Schurke hat das Giftpfeil umwickelnde Tasche. Eine Tasche aus entflammbarem Kleber, um deine Feinde zu verlangsamen. Nee, das ist blöd. Ich bräuchte da echt irgendwas Besseres. Ich bräuchte echt einen Heilzauber. Das wäre voll gut. Naja, gut. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.